Also jeder für den Abfox, bei den anderen, bei Alko, ne? Das
heißt, theoretisch würde man eine Menge Matchup-Practice kriegen, aber jeder einzelne Fuchs haut noch einen Matchup. Ja. Naja, erstes Spiel musst du richtig scheiße spielen und dann. Ich weiß nicht, ob das helfen soll. Weißt du, das ist ja auch immer so richtig. Unverdiente Siege, so, wo die Leute denken, so, oh, er hat einen Air-Dodge auf Stage verhauen. Den habe ich verdient zum Beispiel, aber dann gehen sie weg. Nervt. Nice. Ja, jedenfalls. Deswegen habe ich mich schon gefreut, dass wir hier bald Boxing-Practice kriegen könnten. Du siehst jetzt besser als die Marken. Was? Besser als die Markenmeter. Fox? Achso, weil ich schon viel Marken habe. Das ist halt voll komisch, ne? Weil früher haben wir so gut wie überhaupt keine Foxes hier. Ja. Ich glaube übrigens. Ach nee, das ist ein neues Mikro, oder? Nee, wir haben einfach diesen Ständer nicht mehr. Also. Ja, story of my life. Aber. Oh, nice. Die Sache mit dem Mikro ist raus. Ich weiß aber gar nicht, ob man da so aus der Entfernung was hören kann. Ich glaube schon, bei dem Mikrofon schon, das ist ja unterschiedlich. Aber hier. Test. Okay. Sieht in Ordnung aus. Dafür hatten wir es öfter, dass es mal glaubt, was gehört hat. Ne, das liegt immer drauf an, was das für ein Mikrofonart ist. Ja, bei dem Mikro meine ich ja. Achso, bei dem? Nee. Einfach nochmal. Ist das jetzt Style, wenn man hinten guckt? Oder? Aber jetzt kommt Hatzels Counter. Meine Eltern haben mich gebracht,
Schmerz daran erzeugen, dass ich eben manche Züge fahren, 20 Minuten am Tag bestimmt nicht. Ja, das ist Reverse Dumpy. Last game, last dog. Und da war das Krachen dran.